Hallo, mein Name ist Nico Brandenburg. Herzlich willkommen bei musikmachen.de. Ich teste heute für euch den Warwick Thumb Single Cut Six String Broadneck Bass. Schauen wir uns mal an, wie der Warwick gebaut ist. Wir haben einen durchgehenden Hals aus fünfstreifigem Ahorn. Dazwischen liegen Furnierschichten aus Ikanga-Holz. Das Griffbrett ist Tiger Stripe Ebony. Die Bünde sind aus Bronze, Jumbo-Size-Bünde. Die Seitenteile sind angeleimt und zwar die vordere Schicht ist aus Bubinga-Holz. Die rückwärtige Schicht ist aus amerikanischer Sumpfesche. Das Ganze ist geölt, fühlt sich sehr schön an. Hier die typische Warwick-Seitenaufhängung mit der massiven Brücke. Die Elektronik erkläre ich, wenn wir uns jetzt gleich die Sounds anhören. Ich sage nur kurz, es handelt sich bei den Pickups um passive Humbucker Soap Bars von MEC und die Klangregelung ist eine aktive Dreiband-Klangregelung. Hören wir uns das Ganze mal an. Beide Pickups, beide Spulen aktiviert, den EQ flat in Mittelstellung und beide Pickups. Knackiger Sound. Sehr ausgeglichen über das ganze Griffbrett, muss man sagen. Wir gehen mal auf den vorderen Pickup. Und jetzt möchte ich das mal mit den Spulen demonstrieren. Gerade bei dem Sound waren beide Spulen aktiviert. Jetzt gehen wir mal auf die halsseitige. Und jetzt mal auf die brückenseitige. Merkt man enormer Soundunterschied. Ich gehe mal wieder auf beide Pickups. Ich werde jetzt nicht alle Möglichkeiten, weil es so viele Möglichkeiten gibt hier, nicht alle durchprobieren. Ich werde mal eben auf beide Pickups gehen und mal die Dreiband-Klangregelung demonstrieren. So ist sie flat. Ich drehe mal die Bässe rein. Noch mehr. Sehr angenehm greifen die, nicht zu extrem, sehr musikalisch. Ich setze sie wieder flat, die hören uns gerade mal die Mitten an. Greifen auch gut. Wird wesentlich knackiger der Sound. Ich setze auch das mal wieder flat. Gehen mal auf die Höhen. Da fängt es etwas an zu rauschen. Ja, der Warwick Single Cut Six String Broadneck mit dem kurzen Namen ist auf jeden Fall ein hochklassiges Instrument. Auch hochklassiger Preis, ganz klar 6.699 Liste. Mit einem Flight Case und einer großen Zubehörtasche mit Einstellschlüsseln, alle möglichen. Ist sehr edel verarbeitet, klingt sehr gut, total ausgewogen, sehr musikalisch arbeitende Klangregelung. Ja, ist natürlich ein Nischeninstrument. Er hat ein sehr breites Griffbrett, das ist für viele vielleicht einfach zu groß, aber die Leute, die sich dem Sechsseiter widmen, die sind hier auf jeden Fall voll bedient. Das war's von meiner Seite, Nico Brandenburg für musikmachen.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.